Moin Christiane, moin Andreas, hallo alle. Ja, guten Tag, schöne Grüße aus meinem Keller. Wären die Umstände anders, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie neben euch sitzen, aber ist ja irgendwie immer was und da war ja auch irgendwas die letzten 20 Monate und ich glaube, da wird auch noch länger was von sein. Ihr habt mich original gefragt, ob ich irgendetwas zur Eröffnung des Playfestivals des diesjährigen sagen will und ich so, ich verstecke mich doch so gern und ihr so, ja, aber das Thema ist Restart Together und wir haben Fragen und ich so, ja, okay. Ja, okay, dann habe ich halt darüber nachgedacht, was bedeutet denn das Thema Restart Together? Ich glaube, hier sind ein paar Gedankenspiele. Vollkommen frei, ohne Wertung hat die Pandemie, die letzten 20 Jahre ja vonstatten ging, eigentlich vor allem das gemacht. Es hat gewohnte Strukturen, alltägliche Gewohnheiten und soziale, zwischenmenschliche Beziehungen einfach mal so komplett auf den Kopf gestellt. Regeln, die wir so in unserem persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld kannten, ob wir sie mochten oder nicht, ist vollkommen irrelevant, aber so oder so wurden einfach weltweit alle Regeln erstmal verändert. So, komplett, immer und immer wieder an die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft angepasst. Und das hat natürlich unseren Alltag komplett verändert. Im Kontext des Gamings kann man sich das so vorstellen. Jeden Tag gab es neue DLCs. Mehrmals am Tag. Updates, die ganze Zeit. Und manchmal sogar für Systeme, die wir nur nicht mehr zu Hause haben. Das Leben ist natürlich kein Spiel, aber die Idee einer Solidargemeinschaft, die Idee von, naja, wir schaffen das schon irgendwie zusammen, basiert auf jeden Fall auf Regeln, mit denen wir uns irgendwie alle einigen können. Und das bringt mich natürlich jetzt zum Playfestival. Das bringt mich jetzt zum Spiel. Wir erinnern uns nämlich ganz flugs. Was sind Spiele eigentlich? Analoge wie digitale? Das sind Regelräume. Das sind Erlebnisräume, Regelräume, in die wir halt rein können. Das sind Regeln, ob das jetzt Mensch ärger dich nicht oder Destiny oder was auch immer, Dorfromantik, wo wir uns darauf einigen können. Mal miteinander, mal gegeneinander. Es wird so oder so gespielt, weil wir uns auf Regeln einigen können. Und vielleicht ist das das Thema, was wir alle irgendwie mit Restart Together verbinden sollten. Gemeinsame Regeln finden, um Spaß zu haben, Leichtigkeit zu haben, den Alltag wieder zu bewältigen. So, ab zu euren Fragen. Frage 1. Welche Rolle spielen Games oder sollten Games beim gesellschaftlichen Restart spielen? Games sind soziale Räume. Gerade in der Pandemie war das wahrscheinlich für sehr viele Leute der einzige Ort, wo man irgendwie etwas Soziales, eine soziale Interaktion mit anderen Mitmenschen haben konnte. Viele von uns oder viele von euch hatten das vielleicht auch schon vorher, aber es ist doch was anderes, wenn das gezwungenermaßen stattfinden musste. Among Us, finde ich, hier ist ein ziemlich gutes Beispiel, gerade in Kombination mit Livestreams. Das Spiel war ja schon lange draußen, bevor der große Hype letztes Jahr ausgebrochen ist. Aber ich weiß nicht, das passt so gut in die Zeit. Gemeinsam andere der Lüge bezichtigen und dann als Kollektiv entscheiden, wem zu trauen ist, das ist wie Facebook und wie Twitter, nur mit Spaß und auf der einen Seite nicht so ernst genommen. Ich glaube, da könnten wir was draus lernen und vielleicht sollten Games diese Rolle mehr einnehmen. So eine Art gesellschaftliche Simulation ohne den Ernst. Aber trotzdem mit Mechanismen, die man dann verstehen kann, zum Ausprobieren. Frage 2. Worauf kommt es in einer Gesellschaft nach Corona an? Alter, was ist das für eine Frage? Die ist ja voll schwer. Ja, Versuch Kommunikation. Ey, schlussendlich ist immer alles irgendwie Kommunikation. Also Informationsaustausch von hier zu da, was auch immer das hier ist und was auch immer das hier ist. Irgendwo muss ja was hin und her gehen, damit man sich gegenseitig irgendwann vielleicht auch sogar mal verstehen könnte, theoretisch. Ich glaube, die Gesellschaft nach Corona sollte wieder erneut lernen, dass es total Sinn macht, aus den eigenen Gedanken vielleicht rauszukommen und sie bestenfalls in einen Abgleich mit anderen zu stellen, die ebenso aus ihrem eigenen intrinsischen Gedankenkonstrukt irgendwie versuchen, vielleicht auch wieder rauszukommen. Ich glaube, das Internet war vielleicht für viele Leute, vielleicht sogar für Leute, die das Internet selber so noch gar nicht gewohnt sind, vielleicht ein bisschen zu hart, ein bisschen zu viel Informationen und zu viel Falschinformationen, weiß man nicht. Meine persönliche Meinung, ich glaube, es kommt, vielleicht ist es wichtig, wieder weniger Bildschirme zu haben, aktuell, bestenfalls. Es geht ja zum Glück einigermaßen wieder. Mal gucken, toi toi toi, wie jetzt die nächsten Monate laufen. Aber ich glaube, den Blick so ein bisschen wie Scheuklappen von Bildschirmen wieder ein bisschen mehr zu öffnen und rechts, links, oben, unten zu raffen, dass man Räume und auch Parks und Wald und Natur hat,
könnte ganz hilfreich sein. Einfach nur, um mal wieder nicht in Anführungsstrichen nur in the void zu gucken oder nach innen zu gucken. Ja. Hat die Frage noch was mit Gaming zu tun? Frage 3. Was können Games für die Gesellschaft tun, was nicht? Games können gleichzeitig Kulturgut, Arbeitsumfeld und Zeitvertreib sein. So. Sie können Bindeglied zwischen Menschen sein. Sie können Bindeglied zwischen einem selbst und einer komplett anderen Fantasie sein. Das kann das Medium Games für die Gesellschaft tun. Sie kann uns andere Dinge aufzeigen. Sie kann einfach nur Spielplatz sein. Games sind einfach alles. Theoretisch können die alles, außer Kinder kriegen vielleicht. Noch nicht. Hoffentlich nicht. Nächste Frage. Wo braucht es vielleicht auch im Bereich Games ein Restart? Ich glaube, Restart sollte auf jeden Fall in die Richtung gehen und an die Leute gerichtet sein, die Games oder Gaming sehr scheuklappentechnisch betrachten. Ich glaube, da sollte man als Restart mal die Scheuklappen wieder so aufmachen. Nicht nur das Böse sehen, nicht nur das Gute sehen, sondern den ganzen Brei sehen. Den ganzen Gaming-Brei. Nächste Frage. Wie spiegelt sich das alles bei der Play wieder? Ich finde immer, das Play-Festival, was ihr hier seit Jahren schon aufgebaut habt, das rennt irgendwie nicht den dicksten, geilsten, reichweiten, stärksten Oschi hinterher. Oder ihr bewerft auch Menschen nicht mit irgendwelchen Goodies und versucht nicht irgendwie mega laut im Markt zu konkurrieren, sondern ihr macht eigentlich immer genau das, Jahr für Jahr, was das Play-Festival eigentlich schon immer gemacht hat. Das ist manifestierte Spielkultur. So, manifestierte, spielbare Spielkultur. Das ist für mich das Play-Festival. Das wird super. Das wird total super. Das ist jetzt ja der Start. Also ich kann nur sagen, ich wünsche allen Leuten, die beim Play-Festival dabei sind, allen Gästen, allen Speakerinnen, allen Speakern viel, viel Spaß für die nächsten Tage. Und vielen Dank, dass ich absurd schwere Fragen beantworten durfte. Warum wurde ich nicht gefragt, was ist mein Lieblingsspiel?